glaube, da braucht man nicht lange hören. Da sieht man mal wieder die Quelle, wie wichtig das ist, dass die, also gerade auch beim Terminator ist eine totale Ziege, was das Netzkabel angeht. Der braucht ein super Netzkabel, sonst kommt der einfach nicht aus dem Quark und zeigt genau, wie schlecht das Netzkabel ist. Aber wenn da was Gutes dran ist, boah, das ist ja eine Wahnsinnsauflösung und eine Staffelung, also eine Tiefenstaffelung auf einmal dazu gekommen, das ist ja irre. So, ich gehe direkt wieder weiter. Meine Kamera zeigt zwar an hier, von wegen maximal Aufnahmekapazität erreicht, aber ich probiere es weiter. Bis gleich. Achso, es geht natürlich jetzt um den Jace Audio, eigentlich ganz vorne, ganz wichtig, gutes Netzkabel. Und das will ich euch zeigen. Auch hier, damit keiner denkt, ich will den veräppeln, packe ich natürlich vor euren Augen das nagelneue Netzkabel aus. Heute mit UPS geliefert worden. Fantastisch, UPS ist super, die kündigen an, kommen auch dann, wenn sie ankündigen, und das ist echt toll. Und vielen Dank natürlich an AudioQuest. Hier ist es. Nagel New. Gerade geschlüpft. So, was steht hier? Okay. Gut, sollte als Source natürlich nicht an einem Amp, der sehr leistungsstark ist, verwendet werden, steht da. Und von daher ist das ja auch logisch. Das heißt ja auch Source, ne? Also, weg. Weg. Du, danke für den Hinweis. Auch weg. Du gehörst, glaube ich, da gar nicht hin, wo du da sein sollst. Nee. Das ist es. Und das kommt jetzt dran. Bis gleich. So, wir hören die ganze Zeit hier mit Roy Cooder und The Prodigal Son und ja, 2 Meter Hurricane am Jace Audio CDT2 mit demselben Lied wie eben. Jetzt gespielt hat mit der Verkabelung mit den Geräten, so werde ich in Bonn auf den HiFi-Tagen, Westdeutsche HiFi-Tage in Bonn,
Ende September auch vorführen. Also herzlich willkommen, sage ich dann, wenn ihr da steht und das mal genau so hören wollt. Die Entwicklung ist natürlich jetzt in den nächsten 14 Tagen noch drastisch, was da von den Hurricane-Kabeln noch zu erwarten ist. Die machen natürlich noch weiter auf, die spielen sich ein und vielleicht reiche ich noch nach, was da sich so noch verändert. Ansonsten ist das natürlich, ich fand an der Quelle, also Terminator und Jace Audio, die beiden quellverarbeitenden Geräte, fand ich schon drastisch, was da passiert ist gerade. Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.